Leute, ich bin Susitz. Willkommen auf meinem Kanal. Ich weiß, it's been a long, long time. Aber egal, ich bin back und sogar meine Lichterketten sind weg. Nicht wirklich scharf zu sehen, aber sie sind da. Und einige von euch fragen sich bestimmt so, hey, Moment. Am Anfang hat was gefehlt. Wo war die Begrüßung auf einer anderen Sprache? Ich habe mir da was gedacht. Ich möchte euch viel mehr in meine Videos involvieren und dachte mir, wie wäre es, wenn ihr meine Begrüßung macht. Wie wäre es, wenn ihr auf eurer Muttersprache oder auf einer Sprache, die ihr einfach beherrscht, die Begrüßung macht, die ich eigentlich immer mache. Einfach, dass ihr mir ein 10-Sekunden-Video schickt, nicht länger, wo ihr einfach sagt, hey, herzlich willkommen auf Susitz Kanal, wie geht's euch, irgendwie sowas. Und mir dazu auch noch schreibt, auf welcher Sprache das ist, damit sich das nicht doppelt, weil ich habe ja schon einige Sprachen selbst benutzt. Ich würde das lieben gerne mal ausprobieren. Ich bin mir auch sicher, dass eure Aussprache viel, viel besser ist als meine. Also wer Bock drauf hat, schickt mir eure kurzen Videos auf Instagram. Bitte nicht vergessen, die Sprache dazu zu schreiben und alle Sprachen, alle Dialekte, sogar Gebärdensprache ist willkommen. Und zeigt ruhig eure Gesichter. Also ich will jetzt nicht so einen schwarzen Hintergrund sehen oder sowas. Klar dürft ihr Filter benutzen, Filter geht immer. Aber ich würde gerne eure hübschen Gesichter sehen. Okay, kommen wir nun zum lang ersehnten Mystery Monday. Viel Spaß dabei. Heute erzähle ich euch von der Familie Pan und ihrer sehr traurigen, aber auch sehr, sehr schockierenden Geschichte. Kurze Zusammenfassung vom Fall, bevor ich wie immer deeper und deeper eingehe. Das Ganze passierte am 8. November 2010, als abends in das Haus der Familie eingebrochen wurde. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war Mutter Beek im Wohnzimmer und schaute fern. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Es sind einige asiatische Namen dabei, wenn ich sie falsch ausspreche, I'm sorry. Auf jeden Fall war sie im Wohnzimmer und schaute fern. Ein Stockwerk höher schlief ihr Mann namens Han im Schlafzimmer und im gleichen Stockwerk war die Tochter Jennifer im Schlafzimmer und schaute ebenfalls fern und telefonierte mit einem Freund. Als die Einbrecher ins Haus kamen, wurde Jennifer sofort aufmerksam. Sie hörte nämlich Stimmen und Schritte, die sie ihren Eltern definitiv nicht zuordnen konnte. Und sie dachte sich schon so, okay, was geht denn da unten ab? Plötzlich hörte sie Schreie. Es waren fremde Schreie und die Schreie ihrer Mutter. Es waren tatsächlich Einbrecher im Haus, die auch noch bewaffnet waren. Und leider waren sie nicht nur da, um zu stehlen, sie waren auch da, um zu töten. Das ist der heutige Fall zu heute zusammengefasst. Und ich weiß, dass viele von euch es nicht mögen, wenn ich direkt am Anfang erzähle, was passiert. Aber glaubt mir, ich mache mir schon Gedanken dabei, wie ich die Geschichte aufbaue, wie ich sie erzähle. Und das macht so mehr Sinn. Like, trust me. Jetzt komme ich zur Familie, erzähle euch etwas über die Pans, wer sind sie eigentlich und dann geht's weiter. Mama Beek und Vater Han flüchteten beide in den 70er Jahren aus Vietnam nach Kanada. Erst in Kanada lernten sie sich auch kennen. Sie heirateten, zogen nach Scarborough, um dort zu arbeiten und eine Familie zu gründen. Beek und Han bekamen insgesamt zwei Kinder. Einmal Tochter Jennifer, die 1986 zur Welt kam, und ihr Bruder Felix, der 1989 geboren wurde. Beek und Han arbeiteten beide bei einem Autoteilenhersteller und beide arbeiteten wirklich sehr hartnäckig für ihr Geld, um auch ihren Kindern das zu geben, was ihnen in Vietnam vielleicht fehlte. Und damit meine ich nicht so random Stuff, sondern sie investierten ihr Geld auch in die Bildung der Kinder. Extra Nachhilfe, Bücher, einfach um die Schulbildung auf jeden Fall zu supporten, weil Schulbildung war für die Pans oberste Priorität. Schulbildung war alles. Aber natürlich auch in Klavierunterricht, Sport und solche Sachen. Das war es auch eigentlich, in das sie so wirklich investierten. Sonst waren sie sehr, sehr sparsam. So sparsam, dass sie Ende 2004 so krass finanziell stabil genug waren, um sich ein riesengroßes Haus zu finanzieren. In einer eigentlich sehr sicheren Wohngegend in Ontario, wo ganz, ganz viele Asiaten auch leben. Und sie hatten nicht nur ihr dickes, großes Haus, sondern auch zwei fette Autos dazu. Beek fuhr ein Lexus ES 300 und Han ein Mercedes-Benz. Ich würde sagen, wenn so eine zwei dicken Autos vor dem Haus stehen, ist das schon eine schnucklige Einladung für Einbrecher. Die Pans waren ansonsten sehr integriert und sehr beliebt, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Beek und Han hatten extrem hohe Erwartungen an beide Kinder, was die schulische Leistung anging. Aber Jennifer und Felix erbrachten auch diese guten Leistungen. Beide waren hochbegabt und hatten immer nur die besten Noten. Außerschulische Aktivitäten wie Freunde treffen, mal weggehen, zum Prom. Sie durften nicht mal zum Prom gehen. Ihr wisst, was es ist. Der Abschluss einer Highschool. Eine Liebesbeziehung durften sie sowieso nicht führen. All diese Dinge wurden ihnen verwehrt. Das war ein No-Go. Aber diese strenge Erziehung der Eltern und der eigenen Disziplin und Zielstrebigkeit der Kinder führte sie tatsächlich später auf die Universität, wo sie weiterhin sehr erfolgreich waren. Das ist die Familie Pan. Ich würde sagen, eine zielstrebige, hart arbeitende Familie. Eine Familie, die erfolgreich und positiv auffällig vielleicht war, aber nicht irgendwie
kriminell oder mit jemandem Stress hatte. Trotzdem wurde am 8. November 2010 bei ihnen eingebrochen und es endete auch tödlich. Jetzt zurück zum Tattag bzw. Tatabend, da es ja abends passiert ist. Als die Einbrecher gegen 21.30 Uhr in das Haus kamen, attackierten sie Beek als erstes. Sie war nämlich im Erdgeschoss im Wohnzimmer. Danach ging einer der Täter hoch und zerrte Han aus seinem Schlaf und führte ihn ebenfalls runter ins Wohnzimmer. Die 25-jährige Jennifer versteckte sich in ihrem Schlafzimmer. Jennifer war eine gute Zeit lang in ihrem Zimmer versteckt und bekam einfach das Schrecklichste mit, was eine Tochter mitkriegen kann. Du hörst, wie deine Eltern schreien, du hörst, dass Fremde im Haus sind und schrecklich. Im Wohnzimmer wurde immer wieder auf Han und Beek eingeschlagen. Die Täter forderten Geld, sie drohten ihm mit der Waffe. Sie verwüsteten das ganze Haus. Plötzlich kam doch einer der Täter in das Zimmer von Jennifer, zog sie aus ihrem Zimmer in den Flur heraus und nahm eine Schuhschnur, so ihre Hände nach hinten und verband sie so an das Treppengelände. Insgesamt schienen es drei Einbrecher zu sein. Beek und Han sagten, dass sie nicht besonders viel Bargeld da haben, dass sie aber alles mitnehmen können, was im Haus ist, sei es Fernsehen, sei es die ganzen Handys, alles können sie mitnehmen, aber sie sollen bitte, bitte Jennifer verschonen. Die Täter schlugen aber immer und immer wieder auf Beek und Han ein, sie waren einfach nicht zufrieden, sie wollten mehr und mehr Geld. Als Han aber dann sagte, dass er etwas mehr Bargeld im Schlafzimmer hat, führte einer der Täter ihn wieder hoch ins Schlafzimmer und da sah er dann auch Jennifer am Treppengelände sitzen und neben ihr einer der anderen Täter. Zu einem Zeitpunkt waren alle drei Täter im Wohnzimmer gemeinsam mit Beek und Han, dessen Augen sie jetzt auch schon verbunden hatten, und Jennifer war weiterhin oben festgebunden. In der Zeit, wo sie alleine war, also unbeobachtet, schaffte sie es trotz gebundener Arme, ihr Handy aus ihrer Hosentasche rauszuholen und die Polizei anzurufen. Ich blende euch jetzt das Telefonat ein. What's your name? My name is Jennifer. Code is broken. I'm broken and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what it sounds like. I just heard a pop. Nachdem die Schüsse gefallen waren, war es im Haus still. Man hörte gar nichts mehr. Die Täter waren auch wohl schon rausgerannt. Jennifer, die völlig verstört war, kaum reden konnte, war sich sicher, dass ihre Eltern nicht mehr am Leben sind. Doch einige Minuten später hört man höllische Schreie von unten und es ist Han. Als die Polizisten am Haus später ankommen, kriecht ihn Han Pan auf dem Boden entgegen. Er ist blutüberströmt und in einem sehr kritischen Zustand. Im Haus finden sie den leblosen Körper von Mutter Beek. Man schoss ihr zweimal in den Rücken und einmal tödlich in den Kopf. Ein Stock weiter höher finden sie Jennifer immer noch festgebunden am Treppengelände. Sie ist in einem extremen Schockzustand, jedoch nicht verletzt. Das ganze Haus war extrem durchwühlt. Es sah einfach aus wie ein Einbruch, das leider auch tödlich endete. Aber die Spurensicherung hatte später keine Einbruchsspuren oder so gefunden. Und deswegen fragte man sich, hatte die Familie einfach vergessen abzuschließen? Oder hatte Beek ihnen einfach aufgemacht? Bevor man Jennifer zum Fall befragen konnte, die nun mal die einzige und wichtigste Zeugin war, verbrachte sie jedoch zwei Tage im Krankenhaus. Ihr Vater Han lag inzwischen im Koma und die Chancen für ihn sahen sehr, sehr schlecht aus. Da die Täter wohl keine Masken auf hatten, aber Jennifer auch nicht die Augen zugebunden hatten, erhofften sich die Ermittler eine sehr gute Täterbeschreibung. Allgemein war es ein sehr großes Glück, dass man sie verschont hatte. Sie konnte den Ermittlern jetzt sehr, sehr gut weiterhelfen. Felix Penn, der zum Zeitpunkt nicht im Haus war, wurde natürlich auch befragt. Man checkte natürlich auch, wo er zum Tatzeitpunkt war, aber er hatte ein Alibi, was 100% war. Jennifer wurde sehr oft befragt und das auch über mehrere Stunden. Sie war die wichtigste Zeugin. Sie war im Haus, als das Ganze passierte. Sie sagte, dass es insgesamt drei Täter waren, alle dunkelhäutig, Mitte 20, alle bewaffnet und sie sprachen alle mit einem jamaikanischen Akzent. Mit der Zeit konnte sie sie immer besser und besser beschreiben. Irgendwann konnte sie auch richtig beschreiben, was sie genau anhatten, was für Slang sie benutzten, wo wer welche Waffe hatte. Ja, anfangs waren ihre Aussagen so ein bisschen bröckelig und passten nicht so ganz genau, aber sie war in einem Schockzustand. Sie hatte vieles vergessen, aber mit der Zeit, Befragung nach Befragung,
konnte sie sich immer mehr und mehr an Sachen erinnern. Der Täter, der anfangs mit ihr war und sie auch festgebunden hatte, sagte zu ihr, dass sie nur Geld wollen und dass auch keiner sterben würde und dass sie sogar ihr ganzes Erspartes ihm gegeben hatte. Jennifer hatte die Männer vorher noch nie gesehen gehabt und war sich auch sicher, dass sie definitiv nicht aus der Gegend kam. Wie schön, dass es Überwachungskamera gibt. Nicht immer die beste Qualität, aber schön, dass es sie gibt. Die Überwachungskamera eines Nachbarn, der direkt gegenüber von den Pants wohnte, filmte die Einbrecher, wie sie aus einem Auto stiegen, in das Haus gingen und später auch herausrannten. Insgesamt waren die Einbrecher 18 Minuten im Haus. Die Qualität ist nicht die beste, aber immerhin. Die Ermittler waren sich sicher, dass die teuren Autos der Familie, die auch vor dem Haus geparkt waren, die Täter anzogen. Sie dachten sich, okay, dicke Autos, dickes Geld im Haus. Als die Pants aber nicht genug Bargeld da hatten, wurden die Täter sauer und fingen an, auf sie zu schießen. So super klug sind die Täter aber nicht. Sie hatten nämlich die Dame verschont, die alles mitbekommen hatte. Sie hatten Jennifers Augen nämlich nicht verbunden. Sie hatte alle Täter gesehen und alles mitbekommen. Natürlich gut, umso weniger Opfer, desto besser. Aber ein bisschen unlogisch. Und die super teuren Autos wurden auch nicht angerührt. Das mit den Autos kann ich sogar so ein bisschen verstehen, weil große Autos kann man leicht wiederfinden oder sogar verfolgen. Dann weiß man ja, wer das Auto gerade fährt und so. Aber what about Jennifer? Jennifer war die ganze Zeit die wichtigste Zeugin. Aber dann erwachte ein noch wichtigerer Zeuge, und zwar Hen Pen. Hen Pen erwachte Wochen später aus dem Koma und ratet mal, was seine ersten Worte waren. Meine Tochter Jennifer hat mit dem Einbruch zu tun. Meine Tochter Jennifer möchte mich ebenfalls tot haben. Was für eine Aussage, die ein Vater über seine eigene Tochter macht. Hen Pen erzählt, dass er beim Hochgehen ins Schlafzimmer, um dem Täter mehr Geld zu geben, dass er Jennifer dort am Treppengelände sitzen saß und sie war am Lachen mit dem Täter. Sie waren am Sprechen, sie hatten ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis. Weiter erzählt er, dass Jennifer zu einem Zeitpunkt ebenfalls im Wohnzimmer war und da einfach stand und zusah, wie ihre Eltern misshandelt wurden. Vom Einbruch gone wrong drehte sich die Geschichte zu einem geplanten Einbruch, geplanten Mord. Da hatte Jennifer wohl mit dem Überleben ihres Vaters nicht gerechnet. Jennifer hatte sich in den Befragungen sehr oft widersprochen gehabt, aber man ging eher davon aus, dass sie einfach immer noch im Schockzustand war. Jedoch fiel einem im auf, dass sie von Befragung zu Befragung immer detaillierter wurde, manchmal sogar zu detailliert. Und oft ist es so, dass Menschen, die lügen, beziehungsweise Menschen, die ihre Unschuld beweisen wollen, obwohl sie nicht ganz unschuldig sind, sie packen immer ganz gerne ganz viele Informationen in ihre Geschichten. Ja, und das war noch so, und dann war das noch so, und dann habe ich das gesehen, und dann war das so und so und so. Also, damit die Geschichte ganz informativ klingt und ja, damit Menschen einfach denken, okay, sie hat so viele Infos, das kann doch nur wahr sein. Was die Ermittler ebenfalls merkwürdig fanden, war, dass sie die Kontaktdaten ihres Freundes, mit dem sie ja zuletzt am Telefonieren war, dass sie die Kontaktdaten nicht mitteilen wollte. Als man sie fragte, sagte sie, dass sie ihren Freund, welcher nicht ihr fester Freund ist, sondern einfach so ein Freund, dass sie ihn nicht involvieren möchte. Sie möchte nicht, dass er davon mitkriegt. Er soll gar nicht wissen, was abgeht. Ja, klingt nicht wirklich unschuldig in meinen Ohren. Ich meine, wenn ich unschuldig bin und meiner Mutter ist was passiert, dann tue ich doch alles dafür, dass man irgendwie herausfindet, was passiert ist. Ich gebe alles her und sage nicht, ich möchte ungern, dass meine Freunde von dem Ganzen erfahren. Like, the red flag right there. Und da stellt man sich die Frage, ob sie überhaupt am Telefonieren war. Aber die größte Frage von Anfang an der Ermittler war, wie sie mit gebundenen Armen nach hinten die Polizei anrufen konnte. Sie musste ja mit gebundenen Händen an ihre Hosentasche hinten das Handy rausziehen. Und by the way hatte sie ein Flipphone, das heißt auch noch das Handy irgendwie klappen, so umklappen, die Nummer wählen. Like, das hatten sich die Ermittler schon von Anfang an gefragt, bevor Hen überhaupt diese Aussage gemacht hatte. Deswegen testeten sie sie. This in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that only you're looking away from me. You're looking exactly like now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay. Now, and the, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? Tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. Hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay.
Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911. Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Leider zeigte der Test, dass es doch irgendwie möglich war. Wäre sie in diesem Test durchgefallen, hätte man das als Beweis sehen können und gegen sie vor Gericht gehen können, aber leider hat sie es irgendwie geschafft. Trotzdem schien für die Ermittler und alle anderen die Aussage von Han viel glaubwürdiger, aber eine Aussage ist kein Beweis. Es war Aussage gegen Aussage, Jennifer sagte, sie war unschuldig. Ihr Vater Han sagte, meine Tochter steckt hinter dem Ganzen. Wie bereits vorhin erwähnt, wurde Jennifer sehr oft befragt. Sehr, sehr oft. Und diese Befragungen gehen irgendwie über 2-3 Stunden. Wenn ihr bei YouTube eingibt, Jennifer Pan Interview, findet ihr sie auch alle. Guckt euch alle an. Ich habe mir alle angeguckt. It takes time, but wenn es euch interessiert. Ich bin jetzt nämlich nicht in alles detailliert eingegangen, was sie genau gesagt hat und sowas. Ne? Also wenn es euch interessiert, was genau sie gesagt hat, wo sie sich genau widersprochen hat, dann nehmt euch die Zeit und guckt euch das an. Über 10-mal wurde sie auf jeden Fall befragt und am Ende brach sie endlich zusammen und gab zu, dass sie schuld war. Sie gab endlich zu, dass sie was damit zu tun hatte, sagte aber, dass der Plan eigentlich ganz anders war. Jennifer sagte, dass es eigentlich geplant war, sie zu töten und nicht ihre Eltern. Sie hatte nämlich schon öftere Male versucht, Selbstmord zu begehen, aber es klappte nicht. Deswegen wollte sie, dass man sie tötet. Ja. This makes no sense. Wenn man schon lügt, dann man sollte nie lügen, aber wenn man es tut, dann gib dir Mühe. Es war geplant, dass man sie tötet, aber man schießt auf alle außer sie. Diese Version von Jennifer Pan machte einfach 0% Sinn und stimmte mit der Beobachtung ihres Vaters nicht überein. Die hundertprozentige Wahrheit dieser Geschichte ist, dass man 3 Leute beauftragte, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Der Plan war es, dass sie sich Eintritt in das Haus verschaffen, wo vorher Jennifer natürlich schön die Tür offen gelassen hatte. Die Einbrecher reinkommen und sich wirklich das nehmen, was sie wollen, egal, it's free, take whatever you want. Bevor sie aber wieder gehen, schnell ihre Eltern ermorden, ihr schön die Hände binden, damit sie so aussieht wie das arme Opfer Jennifer. Und dass das Ganze so aussieht wie ein Raubüberfall, aber gone wrong. Und dass sie damit dann das perfekte Alibi für sich hat. Aber warum? 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 Jennifer hatte den Druck ihrer Tiger-Parenting-Eltern schon lange satt und wollte auch mit ihrem Freund Daniel Wong in Ruhe leben. Aber erstmal, was ist Tiger-Parenting und woher kommt jetzt dieser Daniel Wong? Ich lese euch jetzt hier mal eine Tiger-Parenting-Definition vor. Tiger Parenting ist ein Begriff, der sich auf den Prozess strikter oder anspruchsvoller Eltern bezieht, die ihre Kinder dazu drängen und unter Druck setzen, akademisch erfolgreich zu sein. Ich hatte euch extra am Anfang etwas darüber erzählt, dass die Pans mit den schulischen Leistungen ihrer Kinder gar keinen Spaß gemacht haben. Also in der Schule durften sie wirklich nur Einsen schreiben. Sie setzten sowohl Jennifer als auch Felix sehr krass unter Druck. Während Felix aber irgendwie mit dem Druck klarkam und weiterhin erfolgreich war, hatte Jennifer schon längst nicht mehr den Erfolg, den sie einst hatte. Ab ihrem 16. Lebensjahr fingen ihre Noten an, sich krass zu verschlechtern. Während ihr Bruder Felix es später wirklich auf die Universität schaffte und Ingenieurswesen studierte, schaffte sie nicht mal ihren Abschluss der Highschool. Jennifer war plötzlich so schlecht in der Schule geworden, sie war nämlich mal richtig gut und hat nur Einsen geschrieben, aber irgendwann wurde sie so krass schlecht, dass sie nur 5 und 6 schrieb und damit durfte sie natürlich nicht nach Hause kommen, weil Tiger Parenting und so, und deshalb fälschte sie ihre Noten. Aus einer 6 machte sie mal eben schnell eine 1. Ihr Highschool-Abschlusszeugnis fälschte sie. Und Han und Beak bemerkten das Ganze nicht. Sie gingen weiter davon aus, dass ihre Tochter Jennifer so hochbegabt ist und dass sie bald auf die Universität geht. Jahrelang verließ Jennifer morgens das Haus und kam abends wieder und die Eltern dachten, sie wäre in der Schule. Später erzählte Jennifer ihren Eltern, dass sie an der Universität angenommen wurde und dass sie Medizin studiert. Girl, how? How? Tell me how? How? Wie willst du Medizin studieren ohne einen Highschool-Abschluss? All diese ganzen Zeugnisse, Zertifikate druckte sie selber mit einem stinknormalen Drucker. Ihre Eltern finanzierten ihr ganzes Universitätsleben. Sie kauften ihr Laptop, sie kauften ihr Bücher. Sie bezahlten sogar ihr Studentenzimmer an der Universität, wo sie ja immer schlief.
Dort übernachtete sie natürlich nicht. Es war nicht mal ein Zimmer für sie gemeldet. Wie denn? Sie war nicht am Studieren. Stattdessen übernachtete sie ständig bei ihrem Freund. Ihren Freund Daniel Wong hatte sie schon einige Jahre vorher kennengelernt. Ich glaube, er war auch einer der Gründe, weshalb ihre Noten sich dann auch verschlechterten und sie dann auch gar nicht mehr zur Schule ging. Daniel Wong war jetzt auch kein Junge, den Eltern für ihre Töchter haben wollen. Er war nämlich ein Drogendealer. Ein Freund war für die Eltern sowieso ein No-Go und dann noch ein bekannter Drogendealer. No girl. Jennifer verheimlichte ihre Beziehung natürlich und ging weiter mit ihren Lügen, erzählte ihren Eltern sogar von Professoren und wie es an der Uni ist. Dieses Doppelleben führte Jennifer für mehr als 8 Jahre. 8 Jahre. Nach ganzen 8 Jahren fiel das Ganze auf, wurde auch mal Zeit. Es fiel auf, dass sie gar nicht an der Universität war und die Eltern bekamen von ihrem Freund mit. Das muss ein riesengroßer Schock für Han und Beat gewesen sein. Ich meine, sie dachten, ihre Tochter wäre eine Medizinstudentin. Dabei hatte sie nicht mal ihren Highschool-Abschluss. Jennifer musste natürlich sofort den Kontakt zu Daniel abbrechen und ihre Abschlüsse nachholen. Das Ganze stand aber nicht auf Jennifers Liste. Sie hatte diese ganzen Wünsche ihrer Eltern satt. Sie wollte ihre Abschlüsse nicht mehr nachholen. Und da Daniel ihre große Liebe war, die Liebe ihres Lebens, dachte sie auch nicht daran, irgendwie Kontakt zu ihm abzubrechen. Das Ganze, was ich euch gerade erzählt habe, also das Auffliegen, dass sie gar nicht studiert, den Kontakt zu Daniel und, das sind alles Dinge, die 2, 3 Jahre vorher passiert sind. Jahre später, also im Jahre 2010, im Alter von 25 Jahren, entschied sie sich dann zu diesem Plan. Jennifer fragte Daniel, ob er Leute kennt, die so einen Einbruch inszenieren können und dabei ihre Eltern umbringen. Daniel war Drogendealer, er kam aus diesem Milieu und fand direkt 3 Leute, die das Ganze für 10.000 Euro machten. Daniel verschaffte Jennifer auch ein sogenanntes Burner-Phone. Das sind Handys, die in solchen Fällen sehr oft benutzt werden. Handys, die für nur eine kurze Zeit benutzt werden sollen und danach am besten weggeschmissen werden oder verbrannt werden, damit man ja die SMS oder die Telefonate nicht irgendwie wieder kriegt. Von diesem Handy aus hatte Jennifer Wochen vorher Kontakt zu den Killers. Sie sagte, wann genau sie kommen sollen, wann sie die Tür auflässt und ja, sie gab ihnen da wichtige Informationen. Jennifers eigentlicher Plan war es, dass ihre beiden Eltern das Ganze nicht überleben würden und dass sie danach ja, das Opfer wäre, ne? Wie gesagt, Einbruch gone wrong und dass sie dabei dann auch noch die Lebensversicherung ihrer Eltern kriegen würde und somit ganz frei und in Frieden mit ihrem Freund Daniel Wong leben kann. Durch ein Wunder überlebte Han jedoch. Ich glaube, hätte er nicht überlebt, wäre sie mit ihrer Geschichte durchgekommen. Als Jennifer aber selber bemerkte, dass das Ganze wirklich eng für sie wurde, gab sie das Ganze aber dann auch zu. Daniel Wong wurde natürlich auch befragt, der das Ganze natürlich erstmal total bestritt. Er sagte, er hatte nichts damit zu tun. Jennifer hatte ihm zwar gesagt, dass sie das Ganze vorhat, aber er hatte nichts damit zu tun. Aber die Ermittler fanden ganz viele SMS-Verläufe, die einfach ja, bestätigten, dass er ebenfalls in der Planung involviert war. Schlussendlich wurden alle 5, also Jennifer, Daniel Wong und die 3 anderen Männer, festgenommen und vor Gericht gebracht. Alle 5 bekamen 25 Jahre bis zu lebenslang und das für Mord ersten Grades und versuchter Mord. Wie es heute dem Vater geht oder auch ihrem Bruder, weiß ich leider nicht, aber ich glaube, mit so einem Schmerz kann man gar nicht klarkommen. Das war die Geschichte der Familie Pan und was kann ich dazu sagen? Ich finde es immer und immer wieder schockierend, was Frauen, aber auch Männer alles für die Liebe tun. Einigen Menschen ist der Freund einfach wichtiger, die große Liebe ist ihnen wichtiger, das Geld ist ihnen wichtiger als die Familie. Den Druck, den sie damals von ihren Eltern bekommen hatte, bezüglich Schule und alles, war wahrscheinlich groß, das glaube ich ihr auch. Aber ihre Eltern wollten ihr doch niemals damit Böses. Ihr Bruder Felix machte doch das Gleiche durch und er kam auch nicht auf die Idee, hey, ich arrangiere da mal Leute, die unsere Eltern umbringen. Und als sie von der Schule flog, hätte sie es ihren Eltern einfach sagen können. Klar, it's not easy, ich komme selber aus einer Familie, wo die Eltern, ne, alles für die Schulbildung geben und sowas, aber ihre Eltern hätten sie niemals deshalb umgebracht. Und schlussendlich war das gar nicht mehr ihr Hauptproblem, sondern eher, dass sie mit Daniel Wong zusammen sein wollte. Sie wollte die Beziehung nicht mehr verheimlichen. Aber ganz ehrlich, inzwischen war sie kein Teenie mehr, sie war in ihren 20ern. Sie hätte einfach ausziehen können. Sie hätte ausziehen können, ihr Leben mit Daniel Wong leben können. Einfach raus aus dem Haus der Familie, deine Eltern können dir nichts mehr sagen, du kannst machen, was du willst. Aber bleib doch nicht im Haus und arrangier Leute, die deine Eltern umbringen. Einfach nur traurig, sehr, sehr traurig und es wurde unnötig mal wieder ein Leben beendet. So Leute, das war's mit dem heutigen Fall. Lasst mich wie immer in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Und lasst mich auch mal bitte wissen, ob ihr auch Tiger Parenting Eltern habt und wie ihr damit klarkommt und was Jennifer einfach
hätte besser machen können, irgendwie sowas. Und ja, ansonsten abonniert meinen Kanal, kommentiert, liked, teilt und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Muah.